Ich muss pinkeln. Ich schwöre, ich piss mich gleich an, wenn es so weitergeht. Alter. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Folter Dom mit dem Dom und dem Malte heute dabei. Und wir spielen ein cooles neues Indie-Spiel, das heißt Lea. Genau wie Maltes Gehirn, Lea. Bam! Ich bin da mal weg, ne? Hab schon keine Lust mehr. Aber man merkt auch, Doms Facecam-Rahmen ist auf jeden Fall so wie sonst auch immer. Und mein Intro auch, glaube ich. Also alles ist so wie immer, liebe Freunde. Guck mal, was haben wir hier stehen? Ach, guck mal, bist du das da hinten? Guck mal. Nee, ich glaube, das bist du. Hallo, oh. Was? Oh, es ist runtergefallen. Ich hab grad richtig gewundert, Alter. Wurde aber lange nicht mehr geputzt, ne? Sag ich, ich hab Brainfuck gerade so, ne? Auf einmal. Was, guck mal, da hinten ist ein Zimmer. Kann da mal ein Abbau, aber da kann man nichts sehen, ne? Nee. Ja, mal gucken, ob ich auch so ein Schisser bin oder ob ich mir jetzt hier so zu. Ja, was steht da drauf? Oh. Lea, we had to go out and pick up a few last minute things. Okay. Feel free to head upstairs to your room, Mom. P.S. Sorry, the television isn't working. Oh, oh Mann. Ja, ihr wollt meinen, ich werde... Der Fernseher geht nicht, oh nein. Ja, das war's. So, okay, Freunde, haut rein. Der Fernseher geht nicht, das... Oh. Okay, also offenbar sind wir irgendwo in einem Hotel, ja? Ja, okay. Also wenn man was bewegen kann, dann kommt hier... Guck mal. Wenn man was bewegen kann, dann kommt hier irgendwie so ein kleines, rundes Ding... Aber ich komme ja schon nicht mehr weiter. Über die Hose, Alter. Du machst die ganze Stimmung kaputt damit. Ja, ja. Ich komm aber nicht weiter gerade. Also, ich bin schon am Ende des Spiels. Perfekt. Oder? Geht's denn irgendwo weiter? Nee, ne? Kannst du das Bild irgendwie aufheben oder so? Ja, stimmt. Ich sehe das nicht mal. Ich sehe nur schwarz. Das ist richtig dunkel. Aber ein Bildschirm ist auch so richtig dunkel eingestellt extra für dich. Ja. Bitte Grusel. Wie dein Popoloch. Ach, guck mal, die Tür geht aber auf. Nee. Hörst du das? Hä, aber was stand da mal auf dem Zettel drauf? Ja, guck mal, Lea, upstairs. Wir sollen upstairs gehen, zu unserem Ruhm. Ach, guck mal, warte mal. Er hat ja gerade irgendeine... Ich hab nichts gesehen. Mama. Du kniest dich, ich stell mir dieses Bild vor, du kniest dich. Oh, ich bin Lea, ich knie mich vor Türen. Oh, bitte geh auf, nein. Warte mal, war da? Kann man das... Nee, ne? Das ist richtig dunkel. Ah! Oh Gott, nee, das war nur das hier wieder. Ah! Da war ein Schlüssel! Hast du die Schlüssel gesehen? Hab ich nicht gesehen, Alter. Ja, passt schon, komm. Kann man besser sehen? So, Tür ist auf, wunderbar. Hier ist unser Zimmer. Ja, okay. Da ist eine Uhr. Schönes Zimmer. 9:30. Ah, guck mal, da ist schon wieder. Hä, wieso ist der überall, Alter? Der sieht aus wie der Chef von Divimove. Das ist kein Witz, Alter. Wie das anstarrt, ne? Ah. Wie lange? Bitte kommt in mein Netzwerk! Geiler Typ, Alter. Ach, guck mal, da waren wir eben. Ja. Okay, jetzt müssen wir. Hier ist irgendwas. Ich muss überall gucken, ob da vielleicht was drin ist. Da kannst du irgendwas nehmen. Ah. Nein, nicht wirklich, ne? Da ist der ist kaputt, der Fernseher. Ja, geht doch. Ich würde mir das eine Stunde lang angucken. Ja, ne? Deutschland gegen Argentinien, glaube ich. Das ist ein Auto. Kannst du die Kommode auf? Warte mal, du kannst. Ich habe hier irgendwas gesehen. Achso. Nicht, dass da jetzt wieder irgendwo was drin ist. Ich glaube nicht. Ich spamme immer so ein bisschen dann die Maus. Aber wir haben ja noch mehr Räume hier zum Abchecken. Hier, guck mal, was ist denn da? Don't open, please. Mach auf. Warum? Wir können es nicht aufmachen. Alter, krass. Krass. Lea ist voll die Pussy, die will das nicht machen. So wieder hinknien. Als ob dieser Zettel irgendwie so eine magische Fähigkeit hat. Ja, da ist nur... Nee, nur Sachen, die wir nicht brauchen. Wer weiß. Nee, okay, ist alles... Messer? Was ist denn da unten drin? Da sind... Tücher oder so? Ah, guck mal. Achso. Bist du irgendwie ein Furzen? Warte mal. Und... Oh, Dom, du Ferkel. Nee, also irgendwie geht's hier... Aber vielleicht ist alles nur Deko hier. Aber dieser Vignetten-Effekt, es ist richtig dunkel, Alter. Ja. Aber bis jetzt ist noch nichts Gruseliges passiert, außer dass das Bild runtergefallen ist und der Typ von Divi... Und Maltes ist Facecam. Sagt er, und es wurde gruselig, Alter. Es ist
so dunkel. Ich sehe nix. Ich sehe auch gar nix. Kommt das an? Ah, ja. Es werde Licht, aber man sieht trotzdem naja. Nichts. Es werde Licht. Hier ist wie gehst du immer dort? Du gehst auch so immer runter. Ja. Was ist das da an Teddybär? Boah. Ich habe mich, ohne Spaß, ich habe ein bisschen Angst bekommen, als ich den gesehen habe. Taschenlampe. Ach. Ja, guck mal, okay, schon mal besser. Hier. If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? Das ist ja sehr, sehr poetisch. Ah, guck mal jetzt. Oh, guck mal, jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr. Erstmal kacken. Das Erste, was du ausprobieren musst, bitte. Geht das Klo? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Ah, guck mal. Remember this? Das ist der ominöse Baum. Wie sehe ich meine? Oh Gott, ich sehe scheiße aus. Ah. Darf ich das ein bisschen? So? Also ich kacke gerade, ne? So, fertig. Ja, ein gutes Spiel. Ja, bei einem Spiel, das ich gespielt habe, da war... Hast du die Taschenlampe ausgemacht? Nee. Oh! Das war in dem Raum da hinten, ne? Ich hab mir gerade richtig in die Hose geschissen, glaube ich. Ich rieche es. Nee, aber... Oh, ist ein anderer Raum. Bei einem Spiel, das habe ich gespielt, da war nicht mal ein Klo drin. Das war ein Spiel ohne Klo. Obwohl es ein Ding und zwar. Okay. Chamberlain. Hast du es gehört? Wir nehmen auf. Das war gar nicht im Spiel. Scheiße. Ich will nicht, dass du wieder rausgehst. Dann bitte lass das. Ja, ich glaube, wir müssen. Okay, der Spiegel spiegelt nicht. Das ist ein guter Spiegel. Ist ja irgendwas drin, ne? Das ist auch noch ein Spiegel. Ohne Spaß, ich piss mir gleich in die Hose, wenn das so ist wie Slender und auf einmal irgendwas hinter dir steht, ne? Ja, mit Sicherheit. Ach nein. Guck mal, ist ja auch auf dem Gesicht da, dieser. Siehst du diesen unten rechts im Fenster, dieses Schmutzding? Sieht aus wie so ein lachendes Gesicht. Da so, siehst du das? Da so? Da die Augen, da so der. Das sieht aus wie voll das freundliche Gesicht, da hätte ich keine Angst, wenn ich das sehe. Nein, natürlich nicht. Ja, es gab auch noch einen anderen Raum hier, oder? Mach doch jetzt die Taschenlampe wieder an. Die ist an! Guck doch mal den Warum runden... Warum ist das so dunkel? Was ist das für eine Taschenlampe? Oh Gott, wir müssen jetzt wieder rausgehen. Ich bekomme echt Gänsehaut schon wieder so ein bisschen, ne? Ach, mein Lieblingssender, hörst du das? Oh. Okay, also es scheint nichts zu funktionieren. Ich geh nochmal in den Fernseher kurz. Ja, vielleicht geht er. Ja, der geht immer noch nicht. Was steht auf dem Kalender? Kalender, wo? Da. Ach, da hinten, so? Da waren wir noch gar nicht, ne? Dann können wir gucken, der Tag von heute. Leas Birthday am 9. Der ist, was November ist denn? 2006. Okay. Ich habe am 5. Geburtstag. Lea am 9. Was? Vielleicht irgendjemand drinne? Hallo? Ist da was hinter? Aber das macht Geräusche. Hat aber eben kein Geräusch gemacht, oder? Ich meine, eben wäre das nichts. Achso. Okay, wir haben irgendwas übersehen, weil sonst würde er... Alter, das ist gar nichts für mich. Also da können wir nicht rein. Ich gehe nochmal in die Ecke, haben wir Safety first. Wo ist das Bild hin? Genau, hier war das, ne? Hier ist die Frau lang gegangen, dort ist das Bild. Die Frau ist von hier nach da lang gegangen. Auf jeden Fall. Sie hätte aber quasi auch hier reingehen können zu uns ins Zimmer. Ja, aber die hat halt gedacht, nö. Ah, hier geht's upstairs? Ah, wir sollen ja upstairs gehen. Ja, okay, ist nach unten. Ja, aber egal, lass trotzdem nach unten gehen. Ja, klar. Okay. Sind wir jetzt unten, ja, ne? Was ist das? Ein Baseballschläger. Ach so. Alter, was ist das für ein abgefucktes Hotel? Wie viele Sterne hat das? Kein?
Das Problem ist, ich sehe wieder null, ne? Obwohl die Taschenlampe jetzt an ist. Das ist die schlechteste Taschenlampe auf der ganzen Welt, ey. Da hinten ist wieder. Was ist das wieder? Der Bär? Aber der ist. Das ist ein Hollow-Bär, Alter. What? Death of Saliman? Salesman. Salesman? Ah, Salesman, stimmt. Some, ich habe meine Brille nicht auf, deswegen. Some have the courage to live, okay. Others have the courage to die. Manche sind so mutig, um zu leben, manche sind so mutig, um zu sterben. Ja, da kam der Lichtschein auf jeden Fall her. Hier ist noch ein. Ah, ja, kommen wir her, ne? Schon, da kommen wir her. Wir können nicht mehr raus aus diesem Raum. Ich gehe erstmal an den Ecken gucken, ne? Da ist ein Buch. Ist da was drin? Hallo, nein. Oh Gott, diese. Hallo? Alter. Meine Nackenhaare haben sich gerade richtig aufgestellt, ne? Ich atme gerade nicht mehr so wirklich. Wo ist denn was kaputt gegangen gerade? Irgendwas ist das kaputt gegangen. Oh nee. Bitte lass das dann. Ja, wir müssen. Was muss, das muss. Ich sehe nichts mehr, ne? Ich sehe aber auch das Gruselige nicht. Alter! Es hat immer lauter! Ist euch gerade irgendwas? Da hat irgendwas ge. What? Es ist Blut. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade fühlen soll. Die Musik ist ja ganz geil gerade, ne? Alter. Ah, ne, ja, komm. Birds, Wizard, Tinga, India, okay, bla bla. Okay. The Bird Boy. Late on autumn night, would I might have a son with wings? Okay. Take the child and kill him. Aber das ist eigentlich cool gemacht für jemanden. Also wenn man das selber spielen möchte, dann lest euch das auf jeden Fall alles durch. Great Grey Bird, ja, auf jeden Fall. Wir überfliegen das gerade so ein bisschen. Cliff. Alter Vater, guck dir an, wie viel das zu lesen ist. Aber da haben wir natürlich auch nicht die Zeit jetzt für. For my daddy und Father's Day. Ja, das ist schon ganz geil gemacht, ne? Beautiful. Nee, but if you ask... We are the best daddy. Beautiful! Okay. Das ist gerade so hart geil wie Fallout, ne? Ohne ja, Spaß, ja. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wegen der Musik aber. Wenn die GEMA auch uns jetzt in den Arsch fickt wegen dieser Musik, bin ich richtig sauer. Ein bisschen Origami. Auf jeden Fall irgendjemand, der richtig hart auf Vögel steht. Der Vater. Ja, auf Birds auf jeden Fall. Aufs Vögeln steht. Habe ich das gerade gesagt? Ohne nee, weiß ich nicht. Drin? Komm, der ist schon wieder. Ja, guck mal, der sieht richtig sweet aus, oder? Eigentlich schon, so im Licht auf jeden Fall. Alter, der Junge ist überall, ne? Hier ist die Musik. Da ist nochmal der Junge. What? Been about a month since Oliver passed. I still can't help but feel like it was my fault. I had been so immersed in my studies that I neglected to attend any of my son's performances, or even spend any time with him at all. My work became my life. Some part of me feels like this is sort of my wife has certainly been under a lot of stress lately as well. Feels like she was the only one who understood Oliver. Okay, also der Vater ist hat die Ausführung des Sohnes verpasst und der Sohn ist irgendwie dieser Bird-Junge oder wie?
Ja, denke ich mal. Ein Junge mit Missgeburt oder Fehl mit irgendwas? Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann es auch noch nicht genau sagen. Ich höre irgendwas. Boah, Alter. Fick mich doch in den Arsch. Wie gruselig können Räume aussehen? Oliver went with me to the park today. I wish he would play with me more, but he only reads. Oliver never. Ja. Steht irgendwas? Stimmt, ja. Ist irgendwas durchgestrichen. Friend I have. True, ja. Ich weiß, kann es nicht genau erkennen. Krass. Oliver never talks to me and he only plays with his friends from the theater. Wahrscheinlich. Theater. Mm. I can't wait until I am older. And I can't show him how many friends I know or have. Mom said that Oliver wasn't come home anymore. Mom is crying and I don't know why. I hope I see him soon. Mom said that Oliver is in a new home in the sky. Maybe he's flying with the birds. Okay. Oliver visit me all the time. Oh, nein. No, and they always play with me. Oliver is the best brother ever. Okay, wunderbar, ist der Brother. Also wahrscheinlich ist es Lea geschrieben, oder? Und wir sind Lea, ne? Wir sind Lea, ne? Wir sind Lea. Wir sind Lea. Also das heißt, Oliver, also... Also ah, das ist draußen jetzt. Ich hatte gerade das hier auch drin. Alter. Warum? What? Da steht gerade Skrillex. Okay, das ist Oliver? Aber er spielt mit uns, eine Teeparty oder wie? Ist das unser Zimmer? Okay, geil. Das ist das beste Zimmer ever für ein kleines Kind. Okay, reicht erstmal. Das ist der Song von meiner Familie. Was? Ich weiß nicht. Okay. Ja. Ziemlich geil auf jeden Fall. Zwei Räume haben wir noch. Das ist cool gemacht, Alter. Also ja. Das ist ich sehe... Okay, kannst du es ja... I've been calling more often than usual, just to talk about random things. It was enjoyable at first, but now I can clearly tell that she is upset about something. She has been talking about family a lot, saying how important they are. She requests, oder? Requests? Requests several times that Oliver did not want to be forgotten. That really stuck with me. Okay, during yeah, our conversation, blah, 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 blah. Willst du es hören? Ja, nee, wir haben ja der Geburtstag... Genau. Das ist hier gerade zu lang und es war nicht hier. Okay, die Tür ist zu. Die Lampe wollen wir nicht aufnehmen, ne? Springen können wir nicht. Da ist noch irgendwas Helles? Nee. Alter. Alter, war gar nichts. Hier ist auch nichts. Letzte Tür. Also wie bei Slender, Alter, ohne Scheiß, ne? Fick man. Nein! Jetzt müssen wir ein. Alter, nein. Das mache ich nicht mit. Alter, das mache ich echt nicht mit gerade, ne? Oh Gott. Alter. Oh Gott. Hart. Alter. Hart. Ich kann das so nicht mehr sehen gerade. Alter. So ein scheiß Schockmoment, wo man einfach weiß, dass er kommt. Alter. Nicht nochmal, bitte. Ist das ein Labyrinth? Oh, da ist es. Es ist an der Wand entlang gegangen. Holy shit. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich mess mal das Ding hier auf. So viel Zeit muss sein, Alter. Das ist ein Riesenflur nach unten. So wie bei Slender, ich sag dir gleich, steht irgendwas hinter uns.
Alter. Guck dir diesen Riesengang nach unten an. Wir müssen jetzt außenrum entlang laufen. Wie geht es wahrscheinlich nach unten 1000 Jahre und nichts passiert? Oder alles passiert? Ich muss pinkeln. Ich schwöre, ich piss mich gleich an, wenn es so weitergeht. Alter. Weil das ist eben die Sache, wir laufen jetzt und irgendwann... Hey, laufen wir überhaupt, kommen wir auch weiter oder ist das so eine unendliche Scheiße? Ich kann auch laufen, aber die Sache ist eben die, irgendwann... Kannst du mal gucken, wie weit wir sind? Aber wir kommen schon weiter nach unten, wir werden nicht irgendwie geportet oder so. Ja, aber die Sache ist, irgendwann denkst du nicht mehr daran, dass irgendwas Böses kommt und dann kommt irgendwas. Also du musst dich immer darauf einstellen, dass irgendwas kommt. Weil so lange geht man nicht einen Gang nach unten unter, dass irgendwas passiert. Okay, unten geht's aber schon wieder weiter. Oder es kommt irgendwie jetzt ein Scare-Jump oder so. Jump-Scare. Scare-Jump. Da ist aber schon unten. Boah. Dann nehmen wir jetzt... Boah, schon 20 Minuten, ne? Hammer geil. Okay, jetzt sind wir unten. Ich gehe einfach zum Licht, ne? Nicht in die dunklen Ecken entlang gehen. Zu drei Ecke, aber das ist. Da ist ein. Da liegt irgendwas. Kaugummis? Airwaves? Fisherman's Friend, meine ich. Aus Fisherman's Friends. Oh Gott, der Junge. Warum ist der Junge überall? Der macht mir voll Angst gerade. Jetzt passiert irgendwas. Guck mal ein bisschen nach unten, okay? Alter. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Das ist das Ende wahrscheinlich. Mach dich auf was gefasst. Oh Gott. Oh Gott. Lea und Oliver. Oh. Ich will mich nicht umdrehen, ich dreh mich nicht um. Ich hab richtig, Alter, kann man das sehen? Meine Haare haben sich richtig aufgestellt, Alter. Ich trau mich nicht umzudrehen, ne, ganz ehrlich. Lass uns rückwärts gehen. Komm, lass uns einfach rückwärts gehen. Wenn wir rückwärts gehen, kann uns nichts passieren. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Geh rückwärts. Ich dreh mich um. Geh doch rückwärts jetzt. Ich will mich immer nicht umdrehen, ich will mich umdrehen. Das ist ja gar nicht. Ich hab mir gerade richtig in die Hose geschissen, ne? Ich glaube, Oliver will Wissel mit uns kuscheln. Alter. Aber irgendwas passiert jetzt gleich, es ist nicht vorbei. Oh nein, hier ist nichts mehr. Was? Fuck. Das geklopft gerade. Die scheiß Shotgun. Mach den Fernseher an. Ich kann nichts anmachen. Wieso kann man nichts machen? Ich will die Tür, wenn du die Tür aufmachst, ich schwöre dir, da steht irgendein Missgebot. Ich mach die Tür so auf, okay? Ja. Was will der machen, Alter? Okay. Alter, ich will so eine Scheiße mit Oculus Rift spielen, ne? Oh, ne. Boah, Alter, wie ich mich gerade anpisse, ne? Geh erst da lang. Ich will erst wissen, ob da irgendein Missgebot steht. Um die Ecke, Alter. Das ist unser Raum. Unser Raum vom Anfang. Nur ganz, ganz leer. Leer? Da kam die Frau, weißt du, da war das Bett hier eben. Hier war der Raum, wo die Dinger drin waren. Ja, aber irgendwie stimmen die ganzen Dimensionen für mich nicht. Hier war das Klo, hier war ich kacken. Ja, das stimmt. Ah, stimmt. Jetzt, okay, ja, jetzt bin ich auch wieder drin. Oh, meine Hände. Oh, ich kann nicht mehr gerade. Ne? Ich bin so angespannt.
Okay, wir gehen mal wieder raus zu dem Hauptraum. Mhm. Hä? Was soll das sein? Was ist das? What's the right thing? What the f... Geh da mal durch. Wir müssen da eh durch. Gott, sieht aus, als wäre das gut. What? Ich bin so froh gerade, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass kein Endschocker kam, Alter. Stell dir vor, das hätte uns jetzt so richtig gefickt mit so einem Jumpscare, Alter. Puh, ja, das war wieder mal ein richtig gelungenes Spiel, fand ich, ne? Das war richtig geil. Link zum Spiel in der Videobeschreibung, vielleicht haben wir irgendwas verpasst oder so. Gerne nochmal spielen. Boah, ich... Boah, die Shirts. Das war übrigens heute Folter Doom. Folter Doom? Wenn ihr die Shirts haben möchtet, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach. Mama, ich bin dumm. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder alleine. Hans Ryan, danke schön an dich. Bis dann. Ciao.